Falls du mal mit einer Übungsaufgabe in E-Technik nicht klarkommst, dann keine Panik, ich habe die Lösung für dich. Bau die Schaltung einfach nach in so einem Simulator hier wie iCircuit oder Forthat.com. Da kannst du den Strom fließen sehen, du kannst die Spannungsabfälle sehen. Und wenn du wissen willst, welcher Strom zum Beispiel hier fließt, klickst du einfach auf die Leitung und schon hast du das Ergebnis.